Und damit willkommen hier zurück. Wir stehen hier immer noch am Ostbahnhof. Wir werden mal jetzt den Zug mal hier schnell aufhusten. Zack, Federspeicher raus. Wir lassen die Fahrgäste einsteigen natürlich. So, machen wir mal hier die SIFA wieder an. Instrumentenbeleuchtung, Vorwärtsgang. So, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, der Bio. Freue mich natürlich, dass ihr wieder da seid. Wir fahren heute auf der Linie S5 von Ostbahnhof nach Spandau. Und ihr seht, wir haben auch den Zug mal ausgetauscht. Wir haben wieder unseren Graffiti-Zug hier. Und ja, bin natürlich gespannt, wie diese Fahrt jetzt wird. Die letzte hat mega viel Spaß gemacht. Deswegen alles wieder soweit drin. Auch die Ansagen lasse ich hier wieder abspielen, dass das Ganze dementsprechend passt natürlich wieder. So. So. Ja, wenn der Kollege hier einfach rüberläuft. So. Ja, wie gesagt, hier endete dann die letzte Aufgabe im Ostbahnhof. Und jetzt geht's weiter. Nächste Halt, also Janowitzbrücke. Wieder bei einer schönen Zwangsbremsung hier. Das wäre wieder traumhaft gewesen. Gleich zum Start. Wir sind hier heute auch nur mit einem Kurzzug unterwegs. Ja. Nächste Station, Janowitzbrücke. Übergang zur U-Bahn-Linie 8. Da haben wir dann gesehen, den Fernsehturm. Ah, schön. Ah, ist das toll. Ha, großartig. Ah, Mann. Wieso habe ich mich jetzt erst reingesetzt, um mir das Ganze hier mal anzuschauen? Hätte ich viel, viel früher machen sollen. Ah ja, hier ist aber kurz in die Performance. Ja, es wird Echtzeit. Neue CPU. Aber diesmal lange gleich richtig rein. Und du dann wieder ein paar Jahre Ruhe hast. So. Berlin-Spandau. Steht sogar dran, ne? S5, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Schön verschmutzt alles, ne? Das ist halt die B481 aus dem Fährsystem. Wenn ihr das Ganze kauft, halt auf der Seite von Fährsystem, bekommt ihr halt praktisch die B481 wieder. Ne? Mit diesem Repaint. So, das ist die Ansage. Die Meldung, die ich euch letztes Mal schon gesagt hatte in der letzten Folge, dass da halt so eine separate Meldung kam, die fehlte zum Beispiel in der letzten. Ey, das ist so cool. Nächste Station. Alexanderplatz. Übergang zu den U-Bahn-Linien 2, 5, 8 und zum Regionalverkehr. Ah, finde ich das klasse. Also dafür, dass es halt komplett kostenlos ist, ihr bezahlt halt nichts dafür. Der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall da.
So. Straßenbahn hier unten, Fernsehturm. Klasse, Alter. Oh, das ist natürlich schade hier unten. Hier, Horror eines jeden Straßenbahnfahrers hier durch. Oh, naja, gut, das ist natürlich jetzt nicht so gut gelungen. Hier durchfahren ist der Horror von jedem Straßenbahnfahrer, ja, wenn er hier über den Alexanderplatz hier rüberfahren muss in Schrittgeschwindigkeit. Zurückbleiben, bitte. Hab ich die Tür gar nicht aufgemacht. So, uns das Signal geholt hier. Nächste Station, Hackescher Markt. Da ploppen da hinten diese riesigen Häuser auf. Oh, wie lange er lädt. Der Ram ist voll. Irgendwie mag jetzt die Türen jetzt hier nicht öffnen. Doch da hinten hat er sie offen, hier vorne nicht. Hackischer Markt, ja. Ah, hier war ich früher mit den Maestragon noch. Haben wir uns hier mal nachts hier rumgetummelt. Ja, auch dass hier die Frauen stehen so, ne, die leicht bekleidet sind, ne, am Hackischen Markt. Gab es hier früher auch mal ein Netzwerkcafé. Damals war halt Internet noch nicht so groß verbreitet, ne, konnte sich nicht jeder leisten. Und naja, auf jeden Fall haben wir uns dann hier mit meinem Bruder getroffen und haben hier erstmal eine schöne Runde Counter-Strike dann gespielt im Netzwerkcafé. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat sogar der Ice Dragon hier in diesem Netzwerkcafé auch seine jetzige Freundin kennengelernt vor fast 16, 17 Jahren oder sowas. Schon Wahnsinn. Ja, Berlin ist schon, auch wenn ich immer so viel über Berlin fluche, man hat doch extremst viel Erinnerung hier. Nächste Station, Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25, 26, zur U-Bahn-Linie 6 und zum Regionalverkehr. Ankündigung 60, ja, wir fahren ja sowieso nur 60. Hier, Friedrichstraße hat meine Schwester ihr Restaurant. So ist das auch mal vorne wieder die Tür geöffnet, ne? Ja. Genau. Hier hat sie ihr Restaurant. Und die wohnt in Lankwitz, ne? Also das ist natürlich auch ein schöner weiter Weg. Die Kuppel da hinten, die sieht da natürlich nicht so schön aus, ne? Das ist ein bisschen.
Nächste Station, Hauptbahnhof. Übergang zur U-Bahn-Linie 55 und zum Regional- und Fernverkehr. Ach so, warte mal. Das hatte ich hier bei der Probe schon gehabt. Da will er hier die Fahrgäste nicht drin lassen. Jetzt, ja, wie gesagt, es gibt immer noch ein paar, also es sind Probleme halt vorhanden. Läuft nicht ganz reibungslos. Ich glaube auch, dass die Karte gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Die Version, die es jetzt hier ist, die wurde wieder zurückgesetzt. Also es gab wohl schon eine weitere Version. Das Projekt wurde aber abgebrochen und hat man dann wieder praktisch dann wieder rückgängig gemacht, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, richtig gelesen habe. Und naja, jedenfalls... ja, glaube ich zumindest gelesen zu haben, dass an der Strecke wohl nicht mehr weitergearbeitet wird. Deswegen müssen wir jetzt halt so lange auf das Addon warten, bis wir wieder neuen S-Bahn-Content bekommen. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn man sich diese Bilder angeschaut hat von dem S-Bahn-Addon, also das wird Nonplusultra. Das wird Nonplusultra, so wie Xin. Bei Omsi für mich einen riesen, also einen großen Stellenwert hat, wird das dann wahrscheinlich denn bei dem Train-Simulator dann sein, wenn das Addon kommt. Aber auch das Ganze jetzt hier zu spielen, das ist schon ein absolutes Highlight für mich. Sonst hatte ich ja nur die Chance gehabt, das Ganze auf dem Microsoft Train-Simulator zu spielen mit dem Berlin S-Bahn Addon. Und wie gesagt, das jetzt mal in moderner Grafik zu sehen und alles was, das ist schon nett, das ist schon wirklich sehr nett. So, Bellevue. Ich weiß gar nicht, ob man hier echt nur mit 60 lang fahren darf. Kein Wunder, warum es denn so ewig lang dauert nochmal alles. Nächste Station, Bellevue. Entschuldigung, Bellevue. Nicht Bellevue. So, das macht die Türen vorne wieder nicht auf. Naja, hinten ist was offen, ne? Naja, hinten. Bitte Ansage beachten. Über Westkreuz. Hauptbahnhof, Ostkreuz, Strausberg Nord. Ah ja. Wie gesagt, also auch so wie in der letzten Folge spiele ich hier die Ansagen noch zusätzlich mit rein, ne? Die sind hier nicht vorhanden.
Wie gesagt, und wenn man da jetzt sich wirklich mit dem Map-Editor mal so auseinandersetzt, da könnte man die ganzen Züge rausnehmen und könnte dann hier wirklich echtes, fahrbares Rollmaterial hier auf den Strecken setzen. Oder auch so ein Quick-Drive-Szenario vielleicht erstellen. Da braucht man sich nicht mal groß irgendwie drum bemühen, dass hier KI-gesteuerte Fahrzeuge fahren, aber das übernimmt ja der Trennsimulator automatisch. Eieiei. Nächste Station, Tiergarten. Da mussten wir wieder uns die Freigabe holen, dass wir weiterfahren dürfen. Ach man, warum das nicht funktioniert immer? Das ist immer echt ärgerlich. Und wenn er doch reingedrückt ist, dann ist doch offen die Tür. Hey, hallo. Ah ne, schließen. Also so wäre sie jetzt so offen. Wenn ich raufdrücke, dann ist schließen. Aber scheinbar hat der Zug wieder mal keine Lust dazu. So, Zoologischer Garten. Hier habe ich früher auch gewohnt, habe ich gearbeitet, viele, viele Jahre. Nächste Station, Zoologischer Garten. Übergang zu den U-Bahn-Linien 2, 9 und zum Regionalverkehr. Ja. Viele, viele Jahre. So, das war wieder ein rotes Signal. So. Weiter bis irgendwann mal steht, nicht erteilt. Und wir voll drauf zuheizen. Muss ich mir überall die Freigabe jetzt holen? Na toll. Jetzt war ein bisschen zu weit. Aber. Ja, hier hat damals auch meine Ex gearbeitet. Darf ich das überhaupt sagen? Nee, ne? So, hier ist der Vorplatz. Genau, hier Omsi, ne? X10, ne? Wisst ihr Bescheid? Hinten Herzallee. Zip, da, hier Herzallee. Aber cool, dass sie das echt damit eingefügt haben hier. Ach, großartig. Was ist das hier? Icarus war oder so was? Was steht da? Ostseeallee. Hier 106 U-Bahnhof Seestraße. Alles U-Bahnhof Seestraße. Und dann geht's ja hier lang. Und dann gib ihm hier durch hier. Ah, fantastisch. Fantastisch. So, schließen. Ja, Knopf ist ja gedrückt. Nächste Station, Savini-Platz. Ja, hier habe ich auch, ne, also Savini-Platz ist ja die Kantstraße. Ne, wenn du jetzt zu Wilmersdorfer Straße willst oder sowas, kannst du natürlich hier aussteigen, kannst du schön die Kantstraße langlaufen.
Damals war da auch mein Shop gewesen, mein Depot. Gibt's jetzt mittlerweile nicht mehr. Schon traurig. Und mir kommt es halt so vor, als ob das Jahre ist, Leute. Jahre. Ah, jetzt hat er mal die Tür wieder. Wahrscheinlich sind wir mal zu weit nach vorne gefahren oder sowas. Ja. Die Zeit, die verrennt auch echt, ja, wenn du hier den Train-Simulator spielst. Also, du guckst gerade auf die Uhr und denkst mir so, what? Schon wieder so spät? Ja, so ist das. Türen schließen. Nächste Station, Charlottenburg. Übergang zur U-Bahn-Linie 7 und zum Regionalverkehr. Ja, hier haben wir einen schönen Computerladen, wo du so Konsolenspiele kaufen kannst. Der nennt sich DEFCON. Absolut großartig. Wenn ihr mal hier seid, Charlottenburg, aussteigen und mal zu DEFCON laufen. Die haben echt geiles Preis-Leistungs-Verhältnis für gebrauchte Spiele. Könnt ihr natürlich auch neue kaufen. Und das Geile ist, ihr bekommt halt auch Spiele, die hier in Deutschland, ich sag mal, nicht so erscheinen halt, ne? Also, die hier schon ein bisschen verboten sind. Und sonst habt ihr hier natürlich noch die Wilmersdorfer Arkaden und alles was, ne? So, hier ist die Kantstraße, ne? Und hier, wenn ihr jetzt hier, praktisch jetzt hier reinlauft, wäre jetzt hier eigentlich die Wilmersdorfer. Und dann hast du hier an der Ecke hier so, muss es sein, so das DEFCON. Ja. Türen schließen. Und abfahren. Nächste Station, Westkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 41, 42, 46, 7 und 9. So, es gibt hier noch Grunewald.
als Startpunkt. Ich glaube, nach Ostbahnhof oder sowas geht das Ganze. Das können wir auch machen. Müsste jetzt nicht bespannt noch durchziehen oder sowas. So. Ach, ich fahre die ganze Zeit mit offenen Türen. Das ist auch toll. Das ist auch toll. Wenn man die ganze Zeit mit offenen Türen fährt. Hab mich schon gewundert, warum mir so kalt wird. Ach. Bin aber auch gespannt, ja, bei dem Addon, ob die hier auf diese kleinen Details achten, wie zum Beispiel, dass sich hier der Spiegel dann auch aufklappt, dann halt immer, ne? Weil der klappt sich ja sonst immer auf, ne? Dann kannst du gucken, wenn du losfährst, klappt er sich dann immer zu. Oh. Türen schließen. Leider habe ich auch von der Cola-Dose nicht mehr viel gehört. Es war ja mal, hatte ja schon mal vor einigen Wochen, Monaten in der News nochmal von der Cola-Dose berichtet gehabt. Da gibt es leider auch nichts mehr. Die Seite, die ist zurzeit ein bisschen still. Und man kann auch nicht verlangen, dass sie halt jedes Mal immer irgendwas posten oder sowas. Behindert natürlich die Arbeit, wenn sie halt immer sich dann in die sozialen Netzwerke da und dann alles posten, nur damit ich hier was zu berichten habe. Absolut verständlich. Aber ich hoffe, dass das Projekt nicht halt auch eingestellt wurde oder sowas. Das wäre echt schade. Nächste Station, Messe Süd. Messe Süd. Echt aufpassen hier, wa? Mit den Signalen, ey. Ja, merkst du das jetzt, je weiter du rauskommst, desto weniger wurde gemacht. Also ich glaube, in Spandau nachher hast du kaum noch hier diese Stromschiene. Und dann sind wir ja auch schon wieder kurz vorm Ende. Also die Fahrten, ihr seht, die gehen ganz schön lang. Also deswegen also ein S-Bahn-Beruf, holla die Waldfee. Also ich meine, U-Bahn mit der U7 ist nicht besser. Ja, wenn du da so eine Stunde unterwegs bist, das wäre gar nichts für mich. Also nach einer halben Stunde muss ich dann irgendwo mal was, ne, versteht mal. Nächste Station, Heerstraße. Furchtbare Straße, kann ich euch sagen. Heerstraße. Ab und zu, wenn wir Urlaub fahren, schickt uns so dumme Navi mal über die Heerstraße. Es ist so Chaos da. Es ist immer voll. Immer wenn wir da langfahren müssen. Und dass es echt keinen Spaß macht, über die Heerstraße zu fahren.
Also das macht absolut keinen Spaß. So, vier Haltestellen sonst noch. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die S5 durch. Ja, wie gesagt, also dann habt ihr halt noch die Möglichkeit, mit einem Regionalzug hier noch auf der Strecke lang zu fahren. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht getestet. Ja, sonst, wie gesagt, gibt es halt noch. Oh, hier. Das ist natürlich auch schön. Schwebt das Gebäude hier in der Luft hier. Was wollte ich jetzt sagen? Gibt es halt, wie gesagt, noch die S-Bahn von Grunewald halt nach Ostbahnhof. Und ich glaube, das war es denn eigentlich. In dem Text steht halt noch drin, dass es wohl noch Erkner gibt. Aber irgendwie hat der dasjenige das vertauscht mit Erkner Strausberg. Also, da gibt es halt dementsprechend nichts irgendwie. Schade. Erkner wäre natürlich auch eine coole Ecke gewesen, wenn wir da Richtung Köpenick denn raus. Aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Bin schon dankbar, dass es das hier gibt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Jetzt, wo ich weiß, dass es das gibt. Was sind das für drei Punkte? Was waren das für drei Punkte? Nächste Station, Olympiastadion. Da ist es. War ich auch drin gewesen, habe ich mir Mario Bahn angeschaut. War wundervoll gewesen. War ein toller Tag. Bei gefühlt 40 Grad oder sowas sitzt du da auf den Tribünen, ey. Du bist da eingegangen und Getränke durftest du nicht mit reinnehmen. Das war irgendwie, musste sein Rekordversuch irgendwie verteidigen oder sowas. Ja, war eine coole Sache. Hat jeder auch eine Urkunde bekommen. War auf jeden Fall schöner Tag gewesen mit der Frau. Natürlich vorne sind wir nicht früher. Ach, ich war schon wieder mit offenen Türen hier. Schande. Eine halbe Stunde sind wir schon wieder. Meine Güte. Kuju. Ach so, da ist jetzt sowieso. Ich möchte demnächst gerne mal so eine kleine Aktion starten und da ist natürlich Hilfe eurerseits natürlich super wünschenswert. Ich weiß, ihr tut mir halt schon einen riesen Gefallen, wenn ihr das Video guckt, wenn ihr das Video kommentiert, wenn ihr das Video liked. Ja, dann ist es natürlich schon eine großartige Unterstützung. Ich habe aber öfters immer mal wieder so den einen oder anderen, der dann schreibt, ja, wenn ich ein bisschen Geld hätte, dann würde ich dir was spenden und so. Das will ich gar nicht. In der Regel bin ich total zufrieden, wenn ihr diese Videos schaut. Aber es gibt dann halt immer so eine kleine Sachen, um einen kleinen Gefallen, den ich euch dann immer so bitten möchte, dass ihr vielleicht für mich machen könntet, was natürlich für euch nichts kostet. Habe ich jetzt letztens mich mit Good Old Games unterhalten, habe da mal so angefragt, wie sieht's denn aus? Könntet ihr nicht mal den Microsoft Train Simulator wieder für Windows 10 lauffähig machen? Und ja, ihre Antwort war gewesen. Nächste Station, Pichelsberg. Dass man das Ganze wohl auf der Seite ja irgendwie abstimmen muss. Also je mehr natürlich das Ding haben wollen, desto eher setzen sie sich daran, irgendwie das Ganze halt umzusetzen. Wenn auch nochmal ein separates Video dazu machen. Alles wäre auf jeden Fall eine großartige Unterstützung, ja, weil ich möchte gerne den Microsoft Train Simulator wieder haben. Open Rail, schön und gut, funktioniert auch, aber nicht alles. Ja, also die ganzen DLCs, die ich hier habe, sind teilweise nicht spielbar mit Open Rails. Und da wäre es natürlich geil, wenn es natürlich den originalen Microsoft Train Simulator wieder für Windows 10 geben würde. Ja, weil das sind die Einzigen, die das wirklich nochmal umsetzen könnten, das Ganze nochmal lauffähig hinzubekommen, vielleicht dann auch noch in HD oder sowas.
Aber wie gesagt, wenn ich nochmal ein separates Video dazu machen, dass wir da zusammen irgendwie die Aktion starten, rettet den Microsoft Train Simulator und unbedingt, wie gesagt, da mal reinschauen. Damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn das Ding endlich wieder auf Windows 10 läuft, bin ich der glücklichste Mensch ever. Ja. Denn ich bin ein riesen Fan vom Microsoft Train Simulator. Auch wenn er halt so ein bisschen oldschoolig halt ist, aber er ist halt oldschoolig, ne? Also die ganzen Addons, die ich hier habe, können die alle endlich alle wieder benutzen. Und es wäre großartig. Aber wie gesagt, komme ich später nochmal dazu, da nochmal ein separates Video nochmal zu machen. Nur, dass ihr davon schon mal gehört habt, dass ihr mir da vielleicht einen kleinen Gefallen tun könntet, einfach mit eurer Stimme dazu voten und dann fertig. So, mein Highspeed geht jetzt nach Spandau. Nächste Station, Stresow. So, 60 angekündigt. Und dann, ja. Auf jeden Fall, das ist ein Addon, muss man definitiv selber mal gespielt haben. Wie gesagt, die Installation, ich hab mich einfach so davor so ein bisschen gesträubt. Kann ich absolut beruhigen, ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und im Nachhinein bereue ich sogar tatsächlich, dass ich das die ganze schon mir vorher schon mal angeschaut habe, weil ich glaube, seit 2016 gibt's, 17, 18 gibt es die Strecke schon. Und da muss man sagen, ist auf jeden Fall schon ein kleiner Geheimtipp hier. Zip. Oh. Berlin-Spandau. Solche Stresse sagt mir gar nicht so vom Ort her, wa?
Nächste Station, Spandau. Übergang zur U-Bahn-Linie 7 und zum Regional- und Fernverkehr. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention, please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. So, please leave the train. Genau. Ja, und ich bedanke mich natürlich auch schon, dass ihr dabei wart, bis zum Ende hier durchgefahren seid, bis nach Spandau. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann natürlich zum nächsten Part wieder. Dann gibt es mal wieder in einer anderen Richtung. Mal schauen, was wir da finden. Zwecks mal wieder ICE fahren oder sowas. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, schaut doch auch mal bei unseren anderen Projekten vorbei, würde ich mich mega drüber freuen. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Ciao, tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!